Abracadabra, ich erschaffe, während ich spreche. Ist es so, dass wir unsere Sprache gar nicht richtig kennen, gar nicht richtig nutzen, dass da noch viel mehr Potenzial ist, was wir aus unserer Herzenskraft über unsere Sprache in die Welt geben können? Ist es so, dass wir vielleicht für die neue Welt eine neue Sprache lernen dürfen und um die alte Welt aufzugeben, auch ein paar Worte loslassen dürfen? Zu diesem Gespräch lade ich ganz herzlich heute Karl Gamper ein. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Karl. Herzlich willkommen. Danke, liebe Sandra, von ganzem Herzen. Danke vielmals und danke und herzliche Grüße an alle, die uns zuhören. Möge es ein wundervoller, inspirierender, schöpferischer Dialog werden. Oh ja, du legst schon voll los. Ich halte gleich mal dein Buch in die Kamera. Zusammen sind wir genial. Ein wunderbares, inspirierendes Buch, das du da geschrieben hast, lieber Karl, zusammen mit deiner Frau Jwala und Martina, die Impulsgeberin auch war. Und ich habe da auch nachher noch eine Geschichte zu erzählen zum Impulssprache, denn das hat mich sofort angesprochen. Wir kennen uns ja gar nicht so lang. Wir haben uns erst vor ein paar Monaten kennengelernt, aber sofort gemerkt, ja, wir kennen uns, wir sind nicht zufällig zusammengeführt worden und jetzt ist unser erstes Gespräch hier zur Sprache. Möchtest du mal einleitend ein paar Worte sagen, Karl, wie bist du dazu gekommen, dich mit Sprache zu beschäftigen und was hat das jetzt für einen Stellenwert in deinem Leben? Ja, das ist eine spannende, eine wunderschöne Frage. Ich danke dir dafür. Und ich kann gerade schauen, wenn ich so nach innen schaue und in mein Leben zurückblicke, dann bin ich selber verblüfft, denn ich habe tatsächlich mein gesamtes Erwachsenenleben finanziert über Sprache. Und das ist deshalb so erstaunlich, weil ich Betriebswirtschaft studiert habe und überhaupt nicht Germanistik oder Psychologie oder sonst irgendetwas. Doch es hat sich einfach so ergeben, das Leben hat es so orchestriert, dass ich vom Leben geführt wurde in die Sprache hinein. Denn du kannst dir schon vorstellen, so ein Student hat ja niemals Geld. Und ich hatte halt geschaut, wie kann ich denn mein Studium finanzieren und bin mehr hineingestolpert. Weißt du, ich bin einfach so hineingestolpert und habe begonnen, Artikel zu schreiben. Und so hat es begonnen. Das heißt, also ich habe als ganz junger Mann begonnen, Artikel zu schreiben. Und dann hat sich etwas ergeben. Ich habe dann für die Tiroler Tageszeitung zunehmend also Kolumnen geschrieben. Und dann irgendwann einmal kam ein Tourismusobmann auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich für deren kleinen Ort am Adelberg den Text schreiben würde. Und ich weiß noch so gut, Sandra, ich habe dann genau das Fünffache bekommen an Geld, was ich für einen Artikel in der Tiroler Tageszeitung bekommen habe. Und aber nicht nur das, sondern für einen Artikel in der Tiroler Tageszeitung, also wenn ich beispielsweise eine Seite gefüllt habe mit irgendwelchen Kolumnen oder mit irgendwelchen Reportagen oder Berichten oder whatever, da saß ich richtig lange. Und für dieses Prospekt, da, was denn ich sage, saß ich, also soll es lang sein, eine Stunde, und bekam mindestens das Zehnfache. Und du kannst verstehen, so, das war für mich so, der ich da so in der Betriebswirtschaft da war, habe ich mir gedacht, das ist ja grandios. Ja, klar. Das ist ja grandios. Ich bin da so begünstigt worden vom Leben, also einfach von der Zeitqualität. Denn es war damals so, dass es gerade begonnen, dass es gerade aufgeblitzt ist. Weißt du, das war das allererste, dass es einen Unterschied macht, ob der Text von einem Profi geschrieben ist oder eben nicht. Mhm. Bisher, also bis dorthin, das war gerade so der totale Beginn, weißt du, bis dorthin war es schon so, dass man Grafik hatte und einen guten Fotografen, aber den Text, den hat in der Regel die Ehefrau geschrieben oder der Lehrer oder whatever. Also irgendjemand, der hat halt so ein, wie der halt meint hat. Und als ich das so erkannt habe und auch
auch begriffen habe, was für ein wunderbares Geschäft das ist und wie einfach das geht und wie wenig Zeit ich dafür brauche. Weil ich habe ja, weißt du, als Student, der habe ja nicht viel Geld gebraucht. Das ist also was ein Text hat ausgereicht, damit ich ein ganzes Monat leben habe können, habe ich mehr und mehr in diese Textierung hinein investiert und wurde damit immer besser und besser und besser und besser. Und letztendlich war ich einer der gefragtesten Texter im deutschen Sprachraum, weil es da gerade so Mode geworden ist, dass sich wirklich einen professionellen Text anzueignen. Und ich war einer, der begonnen hat, in die Werbung Intelligenz hineinzuheben. Das war also so eine völlig neue Werberichtung, also nicht die Menschen so nach unten zu schreiben, sondern denen, den Lesern, der Text, den Lesern von irgendwelchen Orten, ich habe ja hauptsächlich für den Tourismus gearbeitet, denen Intelligenz zuzumuten. Und so waren die Texte intelligent und sanft poetisch und es war so eine neue Form. Und dadurch, dass ich begonnen habe zu meditieren und mich so mit meinem Bewusstsein zu beschäftigen, wurden sie im gewissen Sinne auch spirituell. Und es hat so eingeschlagen, weil es war so etwas Neues, dass ich deine Frage mit Ja beantworten kann. So bin ich dann einfach in die Textierung hineingerutscht. Und ohne Übertreibung darf ich sagen, ich habe in Schillingen Millionen verdient. Millionen. Wirklich Millionen. Herrlich, das ist wirklich schön. Schöne, Und tolle Story, gell? auch, weil die Frage hätte ich gestellt, ob du damals schon so wortbewusst warst, also ob dir damals schon klar war, das, was du heute jetzt auch vermittelst, sei bewusst in jedem Wort und achte auf die Worte, weil die Worte sind ja auch Energiefelder und die geben wir raus, die geben wir auch in ein Gespräch, in ein Feld zwischen uns, oder? Und gleichzeitig aber auch beeinflussen sie ja uns selbst und unser Leben und unsere Wirklichkeit, in die wir hineinwirken. Also da ist so viel drin in seinem einzelnen Wort. Und in dem Fall warst du damals schon sehr bewusst in deiner Sprache. Ja, sehr. Ich war sehr bewusst. Und genau genommen ist es so, wie du jetzt richtig erkannt hast, ich bin da so hineingewachsen. Ja, ich habe so die ersten Prospekte, die ich geschrieben habe, es waren auch so kleine Orte, weißt du, es war nicht, weiß Gott, wie aufregend. Und da bin ich so hineingewachsen in diese Kunst, Tourismusprospekte zu schreiben. Und je mehr Aufträge ich bekam und je größer diese Aufträge wurden, umso bewusster bin ich geworden. Und es war mir auch dann bewusst, was ich auslöse, weil es ja so ist, wie du sagst, Sprache erschafft Wirklichkeit. Und mir war in einem hohen Ausmaß bewusst, als ich dann die großen Linien schreiben durfte, weißt du, als es wirklich groß geworden ist. Also dann schrieb ich die Linien für Österreich oder ich schrieb die Linie für dieses Tourismusland Tirol, das ja so zu den ultra wichtigen Orten gehört auf der Welt, wo Tourismus Nummer eins ist bei uns. Und das war schon also wunder, wunder, wunderbar, da auch wirklich bewusst mit Sprache umzugehen. Ja. Und jetzt hast du ja in deinem Buch auch geschrieben, das war mir auch neu, ich bin ja auch Autorin und dass Autor dieses Wort von Zuhören kommt. Ja, das ist wunderschön, weil das Wort Autor kommt von auditiv und auditiv bedeutet zu hören, zu lauschen und auditiv bedeutet natürlich auch ein Auditorium zu haben, also eine Zuhörerschaft zu haben, die wir jetzt miteinander haben. Und das finde ich so wunderschön. Also ich bin so von meiner Berufung her Autor, wirklich, das ist so mein Ding und lausche auf das, was will denn gekommen, was will denn gesagt werden. Und ich schreibe ja nicht nur Bücher, sondern auch Kurse. Und ohne Übertreibung im Laufe meines Lebens Hunderte, wenn nicht Tausende von Hundert, aber 100, lassen wir es einmal bei 100, Hunderte von Kolumnen. Weißt du, es gab so eine Zeit, da habe ich bis zu 30 unterschiedliche Magazine mit meinen Kolumnen bedient. Und das war damals für uns sehr, sehr wichtig, weil meine liebste Schwala hat so einen Shop entwickelt. Und ich wollte, dass dieser Shop ins Laufen kommt und habe überall als Honorar für meinen Ton so ein kleines Inserat oder irgendetwas gekriegt, um auf den Shop hinzuweisen. So war das.
Schön. Ja, ich kenne das sehr gut, wie du es sagst, auch dieses Lauschen und dann kommt es raus. Und ich habe auch immer schon geschrieben, immer schon. Also als Kind nur gelesen, gelesen, gelesen und irgendwann ganz früh angefangen zu schreiben. Zwar nicht für die Veröffentlichung damals, aber es war mir immer ganz wichtig zu schreiben. Das musste raus. Und heute verstehe ich auch, was wir energetisch ja auch damit tun. Zum einen geben wir etwas in die Welt. Und hoffentlich was Schönes, was Erhebendes, ja. Und zum anderen befreien wir ja auch immer uns über unser Halschakra. Es darf im Fluss bleiben alles, ja. Es kommt raus, die Energie darf raus. Und das ist schon ganz wichtig. Vielleicht reden wir dann manchmal nicht so viel, aber wir schreiben oder alles. Ja, Ja. und ich mag ja gerne, ich habe beide Bücher von dir gelesen und beide waren ja so inspirierend auch für mich und so ein Kennenlernen auch. Weißt du, das war so, ich habe dich da wirklich auch neu in mein Herz geschlossen, in der Erkenntnis, auf wie vielen Feldern wir gemeinsam forschen und auf wie vielen Feldern wir gemeinsam unterwegs sind. Und das hat natürlich auch seine innere Nähe zu dir gebracht, als ich da deine Bücher gelesen habe. Und gerade das Buch Involution, das entspricht mir ja so, das ist einfach so, das andere ist auch wunderbar, da gibt es überhaupt nichts, aber so, weißt du, so das meine, das Ja. hat mir so mehr mit der Involution, das hat mich einfach mehr gezogen. Und dann habe ich auch etwas Wunderbares gelernt bei dir. Du hast da in dieser, ich kann mich jetzt gerade genau erinnern, aber du hast gerade davon gesprochen, dass jeder Mensch so sein inneres Männlein, sage ich jetzt einmal, ein bisschen laienhaft, weil du hast das viel eleganter ausgedrückt, in seiner Herzkammer hat, diese 4 mm, Ja, diese die fünfte absolut, Herzkammer. Ja. ja, das hast du da geschrieben und das habe ich dann lernen dürfen. Das hat mich auch sehr inspiriert, dafür danke ich dir. Dankeschön. Ja, das ist so großartig und das ist auch mein Gefühl, weißt du, also um wieder auch die Brücke zur Sprache zu schlagen, wenn wir aus dem Herzen sprechen, wo ja alles in uns zentriert ist, wo alles zusammenkommt, oben und unten, rechts und links, männlich und weiblich, Feuer und Wasser, was auch immer, hier sind wir immer in der Mitte. Und wenn wir hier zentriert sind und hier sprechen, dann hat unsere Stimme einen anderen Klang, dann finden wir automatisch andere Worte, dann sind wir auch oft geführt, ja, also dann, oder auch wenn wir schreiben, also wir müssen hier sein, nicht hier, da kommt was ganz anderes raus als hier. Und das merke ich immer, also sobald ich anfange zu schreiben, da denke ich manchmal, was schreibst du denn da? Das ist ja toll. Ich habe das vorher nicht geplant und das geht mir mit Büchern und Seminaren und auch den Artikeln so, die ich schreibe. Und beim Sprechen ist es auch oft so, gerade wenn ich im Seminar bin, da bin ich immer sehr angebunden. Und wenn da dann eine Frage kommt und dann kommt die Frage so rein und dann tut sich da sowas und auf einmal beantworte ich die und mein Kopf denkt währenddessen, jetzt hör gut zu, Sandra, jetzt lernst du was. Verstehst du? Ja, ich kenne das ja so von mir. Ja. Ich kenne das so, das ist 1:1, wie ich lebe. 1:1. Und ich kann sagen, niemand kann überraschter sein als ich, wenn ich dann meine eigenen Texte lese. Ja. Wirklich, also es gibt diese Momente, wo ich so mit mir zu tun habe, wenn ich das dann lese. Und dann habe ich manchmal so ich habe so eine kleine Kommunikationsverzögerung. Deshalb, weil ich da über so eine kleine Hürde drüber gehen muss, denke ich oft so, mein Gott, ist das schön und mein Gott, ist das schlau. Ja, Ja, wirklich, Sandra. herrlich. Und dann Ja, sage ich und mal, das. boah, was will sich denn da durch mich zeigen? Und da bin ich so berührt, gell, und bin so dankbar und habe so einen inneren Jubel, dass ich so begnadet leben darf und dass mir das so geschenkt sein darf, weil wirklich alle meine Bücher und alle meine Geschichten und alle meine Sachen, auch was ich dann früher, ja früher habe ich ja große Linien geschrieben, also wirklich ganz, ganz große Geschichten, also für Deutschland und für Nordseeinseln und weiß der Himmel was, bis nach Marokko und weiß nur Tunesien und Afrika und ja, habe überall so die deutschen Linien da geschrieben und das Wesentliche ist,
dass niemand überraschter sein konnte wie ich. Das ist gar nicht möglich, weil ich habe mir gesagt, ja, ja, was denn? Ja, also gigantisch. Mensch. Wirklich. Ja, wirklich. Und Nun. ich, weißt du, ich habe mal geschrieben, für die größte Wanderschule der Welt, weil es ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer möglicherweise sehr interessant. Ich habe für die größte Wanderschule der Welt einen verwegenen Auftrag übernommen und habe die Wanderungen beschrieben auf Inseln, die ich noch niemals besucht habe. Und es ging natürlich gar nicht anders bei den vielen, die haben ja so viele, ist ja die größte Wanderschule der Welt, was wahrscheinlich heute noch. Und ich habe die einzelnen Wanderungen beschrieben. Und es ging ja nur, wenn ich mich völlig hineinfallen ließ. Also vollkommen. Und dann bin ich so innerlich diesen Wanderpfaden entlang gegangen und habe das beschrieben, was die Wanderer dann zu sehen kriegen. Und einmal bin ich da hatte ich natürlich da Dauereinladung, hätte ja dann um die ganze Welt fliegen können, habe ich natürlich gar nicht zeitlich geschafft. Und einmal bin ich da mit Schwaller also auf Land nach La Gomera geflogen und bin dann sozusagen auf den Spuren meiner eigenen Texte gewandert. Und das Erlebnis war für mich so interessant, weil ich habe die Beschreibung von mir schöner gefunden als dieses mühsame Klettern, weißt du, so. Mir ist der Schweiß heruntergeronnen. Und es war schon wunderschön, aber ich habe mir gedacht, mein Gott, um wie viel schöner war das da, als ich das so entspannt geschrieben habe, als jetzt da im Schweiße meines Angesichts über diese Hügel zu klettern. Und da bist du ja trotzdem auch hingereist, weil sonst hättest du ja nicht drüber reden können. Das ist Ja. toll, ja. Ja. Also Inspiration Nummer eins würde ich gerne mal festhalten für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Aus dem Herzen raus, es kommen lassen, sich voll drauf einlassen und Sprache auch als Eigenausdruck verstehen, aber auch etwas, was wir in die Welt geben, oder? Ja, das hast du wunderschön gesagt. Und es geht wirklich darum, diesen Kanal reinzuhalten. Also Kanal zu ehren auch, diesen Kanal, wo wir uns wieder rückverbinden, wie in einem wunderschönen Religare mit unserem Herzen. Und wenn wir dann so verbunden sind und in Kontakt sind, auch wenn dein Herz und mein Herz miteinander auf eine gute und achtsame und liebevolle Weise in Kontakt ist, dann passiert so ein Mysterium, nämlich dass wir einander alles, buchstäblich alles sagen können, alles. Und das ist das Schöne. Das heißt, wenn wir wirklich in Kontakt sind mit dem anderen und eine achtsame und respektvolle Sprache wählen, also eine Sprachfärbung, die den anderen einbezieht, dann kann von dem Platz des Herzens da alles gesagt werden und es wird alles aufgenommen vom anderen. Ja, und das ist natürlich die absolute Optimalform. Ja, wir beide erreichen das ganz schnell und wir haben das auch mit anderen Menschen und vielleicht kennen die Zuschauer das zu Hause auch. Aber wir begegnen ja auch alle Menschen, die ja dafür jetzt nicht offen sind oder die uns mit ihrem Energiefeld, wenn sie uns näher kommen oder wenn wir da in Kommunikation gehen, eigentlich nicht so gut tun. Hast du denn da eine Strategie? Ich werfe mal das Stichwort Wendewörter in den Raum. Wie setzt du die ein oder hast du eine Strategie, wie du in solchen Situationen auch umgehst? Kannst du da auch sprachlich was machen? Ja, also für mich ist es schon so, dass wenn ich so heikle Gespräche habe und mit Menschen zusammen bin, was ja bei mir wirklich sehr, sehr selten ist, weil wir sind frequenzspezifisch, wir alle Menschen sind frequenzspezifisch Ja. und es ist bei mir wirklich eine außerordentliche Rarität, so mit jemand länger zusammen zu sein, der so gar nicht mit mir frequenzspezifisch ist, kommt so gut wie nie vor. Doch wenn du mich so fragst, was mache ich denn da? Dann gibt es schon so etwas wie eine Art Strategie. Und was ich da tue, ich bin präsent in mir. Das heißt, ich aktiviere die Präsenz und den göttlichen Funken absichtlich in mir und deswegen zeige ich auf mein Herz und bin in meinem Herzen. Das ist das Erste. Und das Ja. Zweite ist, ich schaue absichtlich zum anderen hin
und erkenne die Seele in ihm. Also ich kenne den göttlichen Funken im anderen und spreche und adressiere sozusagen mit meiner Sprache genau diesen Aspekt. Ja. Und dieser, wenn ich das mache, dann ist das wie eine große Zauberei. Es ist wie ein Mirakel, denn etwas beginnt zu bröckeln. Also in der Regel beginnt diese Widerstandsenergie zu bröckeln und es beginnt beim anderen und es beginnt all diese Schutzmauern, die ja meistens aus purer Angst geprägt sind, die beginnen sich zu entspannen. Also die beginnen nicht einzustürzen, sondern da beginnt sich etwas zu entspannen und der andere merkt, dass es nicht erforderlich ist, so ständig in dieser Kriegshaltung mir gegenüber zu sein. Man könnte auch sagen, du sprichst zum Menschen und nicht zur Person. Und dadurch durchbrichst du all die Persönlichkeitsschichten und landest direkt in der Essenz, beziehungsweise erreichst das Herz vom anderen. Und dazu muss es von Herzen kommen, was andere Herzen erreichen soll, ne? Ja, das hast du wunderschön gesagt. Und das ist, daher ist die Voraussetzung, weil wir jetzt ja mit, wenn das jemand machen möchte, der ist gut beraten, wenn er für sich realisiert, dass es darum geht, in sich selbst zu ruhen, in seinem eigenen Herzen zu sein und befreit zu sein. Das ist ein wichtiger Aspekt, den ich jetzt hereinbringe, befreit zu sein von einer Vorstellung, was jetzt mit dem anderen dazu geschehen hat. Wenn wir auf die Art und Weise mit dem anderen in Kontakt sind und aus diesem Herzensraum her sprechen, dann entsteht wie durch ein Wunder eine Verbindung. Diese Verbindung, auch wenn der andere möglicherweise sehr verschattet ist, die ist spürbar. Und was da meine Erfahrung ist, so in dem Reichtum meines eigenen Lebens, manchmal ist es bei dem anderen so, dass der sich manipuliert fühlt. Was nicht der Fall ist. Das ist also nicht der Fall. Sondern oft ist es für den Betreffenden so ein Fremdes, etwas so Fremdes, dass jemand voller Güte und absichtslos auf den anderen zukommt. Und wenn der andere Mensch dann in meinem Fall auch noch eine Frau ist, dann kann das so eine Art Befremdung bei der Betreffenden auslösen, was absolut ihr Ding ist. Und nicht das, also absolut ihr Ding ist, ihre Interpretation in das Ganze hinein. Das gilt es einfach zu sehen. Deshalb sind wir da gut beraten, wenn wir an dem Punkt meisterlich sind. Und da die Energie nicht zu sehr forcieren, weil das kann dann bei der anderen so stark diese Persönlichkeitsstruktur durchbrechen und das Ungewohnte hochleben lassen, dass jemand in purer Liebe ist, ohne in ein rückgekoppeltes Wollen zu kommen. Mhm. Ja. Die Erfahrung habe ich auch schon ganz, ganz oft gemacht und ich finde es großartig, wie du das gerade erklärt hast und ausgedrückt hast. Das hilft bestimmt jetzt auch ganz vielen Menschen, die diese Erfahrung auch machen, dass man wirklich in Liebe auf jemanden zugeht und merkt, bei manchen geht direkt auch das Herz auf und bei anderen, da kommt ein ganz großes Stopp, weil sie vielleicht dadurch auch schon traumatisiert wurden und nicht differenzieren können, dass es damals vielleicht nicht ganz echt war, dass es eine Scheinliebe war und was auch immer, ja, dass da einfach noch in einem ein Schutzmechanismus aufpoppt. Und was bei mir da oft hilft, zu reflektieren, also dem Menschen zu helfen, zu reflektieren, ohne ihn jetzt zu therapieren, aber wenn ich spüre immer ganz ehrlich in mich hinein, habe ich jetzt irgendeine Resonanz oder nicht? Ja? Und wenn es keine hat, dann weiß ich, es ist das Thema des anderen. Ja? Und dann kann ich mit sanft formulierten Fragen denjenigen vielleicht inspirieren, nochmal drüber nachzudenken. Ja? Indem ich vielleicht einfach nur frage, wie meinst du das jetzt genau? Ja. Und dann kann er sich nochmal bewusst werden, was habe ich da gerade von mir gegeben und kann es vielleicht nochmal neu formulieren oder tatsächlich auch so erklären, dass es ganz anders ankommt, wie auch immer. Mhm. Und diese Wendewörter, magst du da mal ein paar, du beschreibst sie ja in deinem Buch auch als magisch, wenn wir sie so immer wieder einsetzen, magst du da mal ein paar aufzählen und erklären, was sind Switchwords? Mhm.
Also die Geschichte des Switchwords ist so spannend und so interessant, denn ich habe das auch geschrieben. Es gibt verschiedene Lesarten, wie diese Switchwords entstanden sind. So der ich am meisten traue, ist die ich halt für die wahrscheinlichste halte. Der Sigmund Freud hat erkannt in seinen Therapien mit seiner, das ist ja diese Sprachtherapie, gell? Oder wie heißt das von Freud, diese Psychoanalyse. In dieser Psychoanalyse, da sitzt der Analytiker hinter dem Patienten oder hinter dem Probanden. Und Sigmund Freud hat ihr mitgeschrieben. Und er kam drauf, dass es Wörter gibt. Es hat sich einfach durch die Erfahrung ergeben. Er kam dahinter, dass es Wörter gibt, wenn er die einsetzt, dann führt es zu einer Wendung in der Wahrnehmung bei seinem Patienten. Und dann hat er begonnen, diese Wörter zu filtern. Und hat begonnen, nach diesen Wörtern zu suchen. Und der nächste Schritt war, dass er ein kleines Kaleidoskop solcher Wörter hatte. Und dann begann er, diese Wörter ganz gezielt und sehr bewusst und pointiert einzusetzen. Und dann kam er dahinter, dass damit eine Wendung in der Wahrnehmung seiner Patienten stattgefunden hat. Und er hat das publiziert und in Deutsch und sprach von Wendewörtern. Und diejenige oder derjenige, der das übersetzt hat ins Englische, hat das Wort Wendewort als Switchwort, übersetzt, berechtigt. Ja. Weil eben diese Wörter einen Switch in uns auslösen. Und als das geschehen ist, hat sich eine Reihe, eine Flut, also es war wirklich kaum fassbar, wie viele Menschen sich darauf gestürzt haben, wissenschaftlicher Natur, weil das eben von Freud gekommen ist und der Freud in dieser Zeit schon weltberühmt war. Er war ja einer der prägendsten Denker des 20. Jahrhunderts. Und weil es eben von Freud gekommen ist, haben sich in erster Linie Sprachwissenschaftler und Neurologen drauf gestürzt. Und dann kam heraus, dass es letztendlich vier überaus starke Worte gibt, die neue neuronale Bahnen in unserem Gehirn auslösen. Und diese vier Wörter, ich könnte jetzt was Manipulatives machen und könnte sagen, magst du sie hören? Bitte erzähl sie uns. Ich danke dir. Einfach so, damit die Zuhörer auch kriegen, wie sowas gemacht werden kann. Ja, ja. Und da sind also, das war spannend, da kam dahinter, dass es vier Wörter gibt und diese vier sind königlicher als alle anderen. Also diese vier Wörter lösen mit einer höchsten, also mit höchster Präzision eine Wendung in der Wahrnehmung aus. So, diese vier Wörter lauten zusammen, spannend, gell? Zusammen. Und das ist so viel stärker, als würde ich sprechen von einem Miteinander. Oder gemeinsam. Oder gemeinsam. Mhm. Also das Wort zusammen ist die Königin unter diesen vier Worten und ist die Königin der Switchwörter. Mhm. Das Zweite, das auch so wichtig ist, das sind dann also die anderen, sind so alle auf der gleichen Ebene, das ist bringen. Das finde ich auch spannend, etwas zusammenbringen oder etwas zu bringen. Das heißt, statt zu holen. Statt zu holen und auch dieses Bringen zulassen, also auch die Bewegung des Sogs, die Bewegung des Magnetismus, diese Bewegung, etwas zuzulassen. Also das zweite große Wort ist bringen. Das dritte große Wort, das ist göttlich. Das ist göttlich, also auch die gesamte Verbindung mit dem Göttlichen, du siehst göttlich aus. Das ist ein göttliches Gericht. Eine göttliche Sprache. Eine göttliche Sprache, eine göttliche Idee. Gell? Ja. Das ist so das Nächste. Und das Vierte, das ist auch so ähnlich, das hat mich auch so interessiert und da finde ich auch bemerkenswert, das ist göttliche Ordnung. Also wenn wir sagen, wir bewegen uns da im Rahmen einer göttlichen Ordnung, so ist das außerordentlich stark und es führt zu einer anderen zu einem anderen Klima und zu einer anderen Struktur in der persönlichen Wahrnehmung. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Und dann gibt es Wörter,
die da dazugehören, wie Leuchten, wie Strahlen, wie Feuer, wie Flamme, wie beispielsweise wirkmächtig. Oder ich finde auch diese so alte Wörter so grandios, weißt du, wie Gütekraft, das ist uns abtrainiert worden. Gütekraft. Oder ich habe selber, weil du dieses Buch erwähnt hast, mir dann erlaubt, ein paar so Wörter zu finden, wie Beispiel, und zu kreieren, auch wie Ja. himmelerdig. Also Ja, nicht so, total da ist der schön. Himmel und Ja. da ist die Erde, Es sondern bringt zusammen. Ja, ja, ja. so mit einem Wort, mit einem Streich, das ist Mhm. himmelerdig. Das ist Ja. himmelerdig. Oder dieses Wunderglaublich, das ist auch so schön. Ja, total schön. Und man kann ja auch Sätze dann formen. Ja. Lasst uns zusammen göttlich leuchten und das in die Welt bringen. Ja, also total schön. Ja, Ja, und ja. ich finde es so schön, sich wirklich von dieser Sprache inspirieren zu lassen, aber auch zu wissen, hey, wir verändern damit was. Ja. Es ist nicht nur, das hört sich irgendwie netter an oder wir wollen uns da jetzt was auf die Fahne schreiben, sondern es macht wirklich energetisch ganz viel. Und ich habe dir einleitend schon gesagt, ich möchte da eine kleine Geschichte erzählen. Ich glaube, die passt jetzt hier ganz gut her. Wunderbar, bitte. Und zwar, bin ich vor einigen Jahren dazu gekommen, mich bewusst mit dem Thema Sprache zu beschäftigen. Und zwar, als uns irgendwann aufgefallen ist, unsere Kinder sprechen keine negativen Worte aus. Die sagen es einfach nicht. Also alles, was so gängig ist und was so auch im Sprachgebrauch der Jungen ist und der Jugendlichen ist, sie sagen es nicht. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, vielleicht habt ihr ein gutes Verhältnis miteinander, sie sagen es vor euch nicht. Nein, sie sagen es wirklich nie. Jetzt könnte man auch sagen, vielleicht habt ihr es ihnen abgewöhnt. Nein, wir sind gar nie in die Lage gekommen, ihnen zu sagen, pass auf, dieses Wort ist nicht so schön, nimm doch lieber ein anderes dafür, weil sie haben es nie gesagt. Und das hat mich irgendwann dazu gebracht, mal hinzuschauen, sag mal, wie kann das sein? Ich meine, die sprechen doch einfach nur, die lernen ja noch Sprache. Und sie nehmen ja eigentlich erstmal jedes Wort neutral an, oder? Du hinterfragst doch als Kind eigentlich nicht, ist das jetzt ein gutes Wort, will ich das integrieren oder nicht, sondern du lernst Sprache, dein Sprachfeld erweitert sich ja über viele Jahre, da kommt immer wieder was dazu. Und wenn jeder bestimmte Worte sagt, wieso nimmst du gerade die negativen nicht an? Und das habe ich mir dann mal über die Quelle zeigen lassen. Ich habe gesagt, Quelle, ich muss das wissen, zeig mir das mal, wie das ist. Und dann habe ich gesehen, wie so ein Satz, den man spricht, der fließt eigentlich immer so dahin. Oder man könnte auch mäandern sagen, ja, der fließt. Ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger. Und wenn du jetzt Worte einbaust, die da gar nicht hingehören, also zum Beispiel Anglizismen, die etwas anderes aussagen, als wenn es korrekt übersetzt wäre. Oder auch ein Wort wie geil oder so, obwohl du wunderschön meinst damit, ja? Du sagst ja was ganz anderes damit. Das Wort wurde ja missbraucht. Und dann macht das tschu. Also der Satz wird unterbrochen, der Energiefluss wird unterbrochen, es geht nach unten, kommt dann langsam wieder hoch und dann fließt es erst weiter bis zum nächsten Wort, das unterbricht. Und so wurde mir das gezeigt, dass das kennen wir ja auch, wenn jemand schön Klavier spielt und dann verhaut er einen Ton, oder? Das ist sofort, das macht doch was mit einem. Ja. Und dass die Kinder der neuen Zeit das spüren. Die nehmen das einfach ganz intuitiv wahr und machen es dann nicht, weil es sich nicht gut anfühlt. Die müssen gar nicht filtern, ist das ein gutes Wort oder nicht. Sie wissen, das gehört da nicht hin und sagen es nicht. Und das fand ich faszinierend und das hat mich wirklich auch dazu gebracht, mich viel mehr noch damit zu beschäftigen und auch in meinem Sprachgebrauch noch das eine oder andere auszusortieren. Ich bin auch immer noch dabei. Also in deinem Buch habe ich zum Beispiel dann gelesen, unglaublich. Und das habe ich wirklich oft gesagt und das rutscht mir immer noch raus, durch wunderglaublich zu ersetzen oder einfach nur durch glaublich, ja, und einfach neue Worte zu finden. Es gibt so viele auch kleine Tricks, wie, aber es fühlt sich besser an. Also gerne statt kein Problem. Habe ich auch aus deinem Buch, aber habe ich auch vorher schon angewendet, ja. Und
Es ist so großartig zu wissen, wir erschaffen doch gerade gemeinsam eine neue Welt, die schon da ist, aber an die wir uns alle auch noch irgendwo anschließen dürfen. Ja, wir sind in diesem großen Wandel und da gehört auch die Sprache dazu. Da gehört es dazu, dass die ganzen Systeme entweder sich verabschieden oder reformiert werden in etwas Positives. Es gehört aber ja auch dazu, dass wir dann eine neue Sprache haben. Denn die alte Sprache, die war teilweise wirklich kriegerisch. Und wenn wir doch Frieden wollen, wie können wir dann kriegerisch sprechen? Ja, so ist es. Und das Schöne daran ist, von dem Wunderbaren, was du da gesagt hast, dass wir auf die Art und Weise die Energetik der Sprache pflegen können und uns energetisch nach oben bewegen. Also ja. Menschen sind alle miteinander frequenzspezifisch. Ja. Und eines der Worte, die häufig verwendet werden, das ist das Wort eigentlich. Und wenn wir da hinschauen, dann ist eigentlich eines dieser Füllwörter. Und ich denke oft so daran, dass eigentlich so etwas ist wie ein Brett in einem Schaufenster. Weißt du, das, ja. So wie, da ist ein Schaufenster und da liegen schöne, schmucke Sachen drinnen. Und das Wort eigentlich, das geht wie so ein Brett da drüber, ja, und verhindert den Blick dorthin. Mhm. Oder ein anderes Wort, das häufig in unserer Sprache ist und das immer ein Bruch ist, ist das Wort aber. Mhm. Wenn wir das Wort aber sagen, dann ist in aller Regel das, was hinter dem aber kommt, die Wahrheit. Das heißt, also das Vorher wird entkräftet sofort, spüre ich, ja? Das Vorher wird entkräftet. Ich würde ja gerne kommen, aber... Ja, genau. So, und dann... Das Vorherige ist dann sozusagen, wie du sagst, das ist wunderschön, deshalb habe ich gezögert. Das ist wirklich wunderschön, hast du es wunderschön gesagt und sehr pointiert und auf den Punkt gebracht, ausgedrückt. Das Vorher wird im Grunde genommen zur Unwahrheit. Ne? Wie hast du das genannt? Du hast gesagt, das Vorher entkräftet. Wird, ja, wie recht du hast. Ne? Danke dafür, ganz wunderschön, danke. Ja, weil es ist so, wie du sagst. Und das Beispiel trifft es so. Ich würde jetzt gerne ein Gespräch mit dir führen, aber ich habe keine Zeit oder aber ich kann nicht oder aber es ist dies oder jenes. Und das Aber, das Zweite, ist dann die tatsächliche Wahrheit. Wenn wir das verstehen, ja, dann können wir erkennen, dass wir damit auch dem anderen signalisieren, eine Unwahrheit. Ne? Es ist eine subtile, nicht eine bewusste, doch es ist eine subtile Unwahrheit und die wird ungleich schöner, wenn wir das Aber durch ein Und ersetzen. Denn dann kommt eine Verbindung. Ich möchte das gerne mit dir machen und ich habe im Moment keine Zeit und ich muss mich darauf vorbereiten und ich fühle mich nicht in der Lage, das zu tun oder whatever, was halt einfach stimmig ist. Ja. Ja, oder lass uns gemeinsam, ich würde gerne mit dir sprechen, lass uns doch gemeinsam eine Zeit finden, wo wir beide können. Ja. Nicht, aber ich habe gerade keine Zeit. Also so vieles lässt sich umformulieren und es klingt so profan und ist doch so, so wichtig. Ja, es ist wirklich wichtig, dass wir da in eine neue Schwingung hineingehen, weil wir zum einen immer uns informieren mit dem, was wir sagen, aber auch den anderen. Wir wirken auf die Felder von anderen ein. Und wie du gerade so schön gesagt hast, wir können uns erheben, wir können uns gemeinsam ja aufschwingen mit der Sprache oder abspiralen. Spiralen wir hoch, nutzen wir den Aufwind oder ziehen wir runter. Beides ist möglich, ja. Und manchmal haben wir ja auch gelernt, das fiel mir jetzt auch gerade bei diesem Aber-Beispiel ein, sogar das ist höflich, so muss man das sagen. Also nicht nur einfach, ich habe jetzt keine Zeit, sondern ich würde ja gerne, aber ich habe keine Zeit. So lernt man das eigentlich. Das ist höflich kommunizieren, oder? Aber letztlich dürfen wir solche Dinge eben auch wieder hinterfragen und auch wirklich reinspüren. Also ich spüre dann einfach auch, das ist jetzt nicht gut. Und dann kann man ja auch noch mal einen halben Satz hinterher schicken. Und was so schön ist jetzt bei der Sprache, die du sprichst, und wenn das die Zuhörer auch mitbekommen, statt mitkriegen, wenn das die Zuhörer mitbekommen, dann wird deutlich, dass durch deine Sprache, liebe Sandra, Raum entsteht. Mhm. Und das ist so das Wunderschöne.
Denn deine Sprache ist eine öffnende Sprache und diese öffnende Sprache schafft den Raum für den anderen, um in dieses Feld, das damit aufbereitet wird, von dir in dem Fall, seinen eigenen Beitrag einzubringen. So ist wie ein Blumenbeet, das entsteht, wo durch dich dieses Blumenbeet sprachlich sich öffnet. Ja, wie schön. Er kann so seine eigenen Pflanzen da hineinlegen und das macht es dann aus. Und dann entsteht in der Sekunde ein gemeinsames Feld und ein gemeinsamer Raum und es entsteht, und das ist so wichtig, eine dialogische Struktur. Das ist wirklich enorm wichtig, denn ich möchte gerade an dem Punkt hinzufügen, wir sind durch die Fernsehkultur eingebettet in eine Debattenstruktur. Und die Debatte ist das A und O in unserer Gesellschaft geworden und es ist höchst befremdlich und höchst und wenig erbaulich und wenig zukunftsträchtig. Denn eine Debatte ist immer, Debatte kommt aus dem Französischen und bedeutet einander niedermachen. Debattre. Ja. Und wenn wir so in dieser Fitness aufeinander zugehen, dann stell dir mal vor, dann würde dieses Gespräch darum gehen, wie kannst du mich niedermachen und wie entsetzlich, wenn in mir die Haltung ist, wie kann ich diese zauberhafte Sandra niedermachen? Wie kann ich dich denn in eine Position sprachlich drängen, die blamabel ist? Und das ist doch fürchterlich. Das ist doch, da bin ich doch gänzlich abgeschnitten von meinem Herzen und bin gänzlich abgeschnitten von meinem Menschsein und bin gänzlich abgeschnitten von einer grundlegenden Haltung in unserem Menschsein, nämlich der Haltung der Förderung. Und in dem Augenblick, wo ich das verstehe, in dem Augenblick entwickeln wir eine dialogische Sprache. Und dieses gesamte Gespräch ist ein Meisterbeispiel dafür, wie sich dialogische Strukturen vollkommen aus sich selbst heraus, selbstorganisierend, autopoietisch entstehen, wie das entsteht. Ja. Nämlich durch eine Sprache, die Raum gibt und durch eine Sprache, die das Kriegerische außen vor lässt. Und damit entsteht Achtsamkeit, damit entsteht Respekt. Und das ist das Ergebnis, wenn wir im Herzen sind und damit sind wir verbunden. Auf diese Art und Weise zu sprechen, bedeutet einen Frieden einzuladen, der wunderbar ist und der Boden ist für Kreativität und der in sich eine Einladung ist, weiterzumachen. Absolut, das hast du so schön gesagt und mit dem Garten das Beispiel. Ja? Zusammen sind wir genial, das ist so. Ja, wunderschön. Und was mir dabei wieder einfach kam, war, die Menschen können das eben teilweise noch nicht, weil sie nicht gelernt haben, sich selbst zu lieben, sich selbst so anzunehmen, wie sie sind. Und dann kommt man eben, greift man zurück auf Sonderschutzprogramme, die man sich irgendwann mal angelegt hat, die einfach dann irgendwie vielleicht noch die Situation retten oder zum Sieg führen, ja, in Anführungszeichen. Also wenn ich mich klein fühle und nicht wert, dann und ich stelle andere innerlich immer über mich und ich glaube aber nicht, dass ich das Potenzial zu Wachstum habe, dann bleibt mir ja manchmal nur die Möglichkeit, aus dieser begrenzten Sicht heraus, die anderen zu mir runterzuholen. Sprich, ich muss sie erniedrigen. Und das tue ich mit kleinen Seitenhieben vielleicht, ja, hier was, da was, so ganz charmant und dann wieder was Nettes drauf, sodass man es mir nicht böse nimmt, ja. Oder mit einer richtigen Debatte natürlich, wo ich jemanden niedermachen möchte. Oder einfach durch ständige Verletzungen, zum Beispiel auch in Partnerschaften geschieht das ja oft, ja, dass man den anderen nicht erhöhen möchte, sondern man möchte ihn runterholen auf das eigene Niveau letztlich. Und was könnte denn jetzt jeder Einzelne da auch tun, wenn er merkt, oh ja, da falle ich eigentlich noch drauf rein, mir ist es irgendwie wichtig, als Sieger aus einem Gespräch rauszugehen oder dass andere nicht mehr glänzen als ich. Was würdest du diesen Menschen empfehlen, Karl? Ja, zunächst einmal danke ich dir für diesen intelligenten Beitrag, der das Bild so sehr erweitert. Und auf diese Art und Weise ist auch verständlich,
dass eine Debatte immer ein Gegeneinander ist und dass eine Debatte immer in eine Trennung führt. Eine Debatte führt nie zu einem Miteinander und führt natürlich auch zu keiner Lösung letztendlich, sondern es geht darum, selbst auf Kosten des anderen welcher Sieger zu sein, ein ärmlicher Sieger. Im Grunde Ja. genommen ist es ein Pyrrhus-Sieg, ne? Der ihm gar nichts bringt, weil wenn wir das personalisieren wollten und so ein Sieg entsteht, dann geht der andere ja ohne diesen Weg aus dem Ganzen. Und ich glaube, dass, weil du gefragt hast, was da getan werden könnte, also der erste Schritt, so bin ich auch gestrickt, da ist das zu erkennen. Das ist zu erkennen, wie desaströs diese Strukturen sind, wenn es darum ginge. Stell dir mal vor, wir würden jetzt ein Gespräch führen, wo es darum ginge, dass einer von uns beiden den anderen niedermacht. In welch anderen Gesprächsräumen würden wir uns bewegen? Ich könnte mich nie und nimmer völlig entspannen. Ich wäre permanent auf der Hut und ich müsste permanent meine inneren Gefechtsstände auf Vordermann bringen, um eventuelle Angriffe abzuwehren. Und wie fürchterlich ist das? Und da kann doch niemals etwas Gemeinsames entstehen. Das ist das Erste. Und das Zweite, es kann auch niemals etwas wirklich Intelligentes entstehen, etwas Förderliches entstehen. Und das Desaströseste und Katastrophalste in dem Ganzen ist, es bleibt Getrenntheit übrig und jeder von uns beiden ist froh, wenn das Gespräch vorüber ist. Und fühlt sich danach leer. Ja, und fühlt sich danach leer und fühlt sich ausgesaugt und überlegt sich, hätte ich ihr in dem Fall nicht doch noch dieses oder eines oder jenes auf den Kopf werfen können. Und wie fürchterlich sind solche Gedanken. Der Verstand feuert weiter und das Herz ist traurig. Ja, so wunderschön, so poetisch und so weiblich, wie du das sagst. So plastisch auch. Das kommt so an. Ne? Das ist so plastisch. Jeder kann das verstehen, was du da sagst, weil es so wertvoll und so stimmig ist. Es ist genau der Verstand, der ewige Zweifler, der permanente Nomade, der ununterbrochene Getrenntheit Suchende, weil er etwas anderes nicht kennt, ist permanent auf Kriegspfad und das Herz verkümmert. Und in dem Augenblick, wo wir uns entspannen, fallen wir in unser Herz und dann sprechen wir miteinander aus und es entsteht, was du so wunderschön gesagt hast, dieses gemeinsame Feld und es kommt hinzu in einer dialogischen Struktur und das ist ja auch ein Beispiel jetzt in dem Gespräch, ich nehme einen Faden von dir auf und webe diesen sozusagen weiter, ne? Wie ein Webmeister mit einer Weberin und webe ihn weiter und dann nimmst du den Faden auf und webst ihn weiter. Und so entsteht ein gemeinsames Geflecht und es entsteht ein gemeinsamer Raum und wir sind beide auf einer tiefen Ebene genähert. Und das gilt es. Wir kommen nach diesem Gespräch und nach dieser Begegnung etwas reicher und etwas satter und aufgeladen mit der Kostbarkeit eines herzensgeführten Dialoges wieder in unseren Alltag zurück. Und was übrig bleibt, das ist dann der Wunsch und die Sehnsucht und die Freude, wann immer sich wieder eine Begegnung orchestriert, die dann auch mit Freude und Respekt voll anzunehmen. Und noch einmal, das macht das Leben so schön, weil wir schauen im anderen, wir schauen den anderen an und erkennen im anderen die Göttlichkeit. Und interessanterweise dann natürlich auch die eigene Göttlichkeit, die sich dann im Gesicht und im Spiegel des anderen spiegelt. Wie schön ist das? Eben. Und so entsteht natürlich eine Thermik in diesem Gespräch. Ja. Und eine Thermik in Richtung, wie könnte es noch schöner sein, ohne in einen Mangel zu kommen. Ne? Ohne in einen Mangel zu kommen. Und es entsteht eine sprachliche Umarmung. Das ist so wunderschön. Danke dafür. Ja, ich danke dir auch. Und es geht uns doch dann auch so, dass wir das wieder weitertragen. Also wir freuen uns nicht nur aufs nächste Mal, sondern wir sind dann so genährt und selber so in der Herzenskraft, was wir ja bestenfalls sowieso immer sind. Aber natürlich helfen uns solche Begegnungen, das immer nochmal zu erheben oder nochmal zu energetisieren, zu vertiefen.
Und dann suchen wir ja wieder solche Gespräche. Wir gehen in Resonanz. Du hast es gesagt, wir sind frequenzspezifisch. Wir ziehen wieder das an. Das heißt, wir ziehen immer mehr Menschen an, die uns natürlich in dieser Frequenz wieder bestärken, die auch so mit uns sprechen können. Und Arme kommt gerade sprechen oder reden? Ja, bitte Sprechen, schreib es kommt mir das von einfach. brechen? Ich glaube, Unterbrechen. nein, ich denke, dass es so schön ist, wenn wir da miteinander sprechen und wenn wir miteinander in einem dialogischen Austausch sind. Das ist das Wahrliche. Und noch einmal auf eure Kinder zurückzukommen, es ist so für mich so bemerkenswert, weil mein Bild ist, dass eure Kinder, jetzt hätte ich mal gesagt, deine Kinder, eure Kinder eben so in dieser Energie, in diesem energetischen Bett aufwachsen, sodass sie einfach gar keine Lust haben und gar kein Empfinden haben, in diese Abwärtsspiralen, in diese abwärts nach unten führenden Wörter einzusteigen. Und das finde ich so sensitiv und so intelligent von der Natur gemacht, dass aus eure Kinder dieses Fluidum, dieses gesamte Aroma eurer Beziehung, also dieses Signature Field, dieses Feld der Signatur, in dem sie leben, sprachlich aufnehmen. Und es ist auch sehr bemerkenswert, dass ihr als wache Eltern das erkannt habt. Das ist sehr bemerkenswert, dass euch das aufgefallen Absolut. ist. Ja. Aber wie gesagt, wir haben auch von Ihnen gelernt. Also Ja. Sie haben es uns bewusst gemacht und dann haben wir schon auch noch mal besser drauf geachtet. Also es ist ja ein Miteinander. Ich gehe davon aus, dass wir von den Kindern eigentlich viel mehr lernen können als sie von uns. Und wir sollten sie, das ist vielleicht mein anderes Gespräch, Karl, wir sollten sie freilassen, so frei wie möglich in ihrem ganzen Ausdruck, ja. Und da tun ja die Systeme schon genug Begrenzendes und deswegen finde ich, es ist die Aufgabe der Eltern auch zu gucken, wo kann ich die größtmögliche Freiheit aus dir herausholen, wo kann ich dich das Leben lassen und wo folgst du wirklich deiner Freude und wie kann ich dir das Feld vergrößern und andere Felder so klein wie möglich halten. Das halte ich für größtenteils meine Aufgabe als Mutter und nicht Erziehung. Ja, Ja. ich kann dir sagen, so ich habe ja das mit meinem, ich habe einen Sohn und es hat sich so ergeben, dass der sehr viel in seiner Zeit mit mir sein durfte und ich mit ihm, besser gesagt. Und ich kann das eins zu eins unterschreiben. Ich habe oft, also wie er noch sein Baby war, habe ich ihn meinen Guru genannt. Ja. Wirklich. Ja. Ich war so beeindruckt von dem, wie er mitgegangen ist und geflossen ist. Ich war damals Chefredakteur diverser Zeitungen und ich war so bekannt dafür in der ganzen Stadt, dass ich mit meinem Sohnemann, mit seinem Snagli, weißt du, zu den Pressekonferenzen gekommen bin, weil es sich halt einfach nicht anders ergeben hat. Ja. Sonst wäre ich gar nicht gekommen. Also bin ich halt mit ihm gekommen. Und ich habe so viel lernen dürfen. Und ich habe ihn alles tun lassen. Ich war der Riebel für diese Mütter, weißt du? Weil ich Ja. habe den Philipp, so heißt er, ja, ich habe den Philipp auf den Baum klettern lassen. Und ich habe ganz genau gewusst, wenn der irgendwo ankommt, wo der nicht mehr weiterkommt, dann wird er nach mir rufen. Ja, Und eben. dann werde ich da sein. Ja, So der war es dann. weiß, was er kann. Ja, der hat sich nicht einmal getraut. Und ich möchte gerade noch eine Sache erzählen. Darf ich ganz kurz, Ja, ne? Ganz kurz gerne, abschließend. gerne. Weil ich war ja so immer der einzige Mann auf diesen Kinderspielplätzen und da waren ja an sich nur Mütter. Und ich bin da mit dem Philipp hingekommen und der war ja noch so klein und da war so vielleicht 4 Jahre oder irgendwas und ist auf diesen Turm hochgeklettert, der da war. Und der war ungefähr 2 Meter hoch, gell, der Turm. Und dann habe ich ihn gebeten, den Philipp, dass er sich umdreht, sodass er mit dem Rücken nach hinten steht, also herunter, wo ich stand, und sich fallen lässt, als Ja. Vertrauensübung. Ne? Und das war ja für die Mütter horribel, weil die gedacht haben, ich fange ihn nicht. Oder was könnte denn passieren, wenn er mir durchrutscht oder irgendetwas. Ne? Und ich habe dann total aufgepasst, war absolut in Kontakt mit ihm, Ja. hellwach.
Und habe dann zum Philipp gesagt, lass dich fallen. Und stell dir vor, was der gelernt hat. Der hat gelernt, sich nach hinten fallen zu lassen und Genau. ist da runtergeputzt. Und 2 Meter, das ist ja auch wieder was, gell? Ja. Und habe ihn klarerweise wunderbar aufgefangen und habe ihn immer gebusselt und habe gesagt, wunderbar hast du das gemacht. Und er ist dann wieder hochgetigert. Und das hat Super. ihm so, heute ist er 40 und hat selber Kinder. Und das hat ihn so geprägt, sein Ja. Leben lang. Ne? Dieses, ich kann mich verlassen, ich kann mich fallen lassen und ich kann mich auch in die Arme von jemand anderen fallen lassen. Und Letztlich. welche andere Programmierung ist denn das, als hätte ich ihm gesagt, mach das nicht und Ja, pass vertrau auf. niemandem. Ja. Ja, pass auf. Letztlich lernst du, dass das Leben dich auffängt. Und darum geht es, dass wir uns gar nicht auch auf andere verlassen, sondern aufs Leben selbst. Und ja, Karl, das ist so schön. Wir könnten stundenlang weiter philosophieren. Das war, denke ich mal, nicht unser letztes Gespräch. Und Dankeschön. Ich ich möchte danke dir sehr für ja, ich möchte es mir unbedingt auch nochmal anschauen, dieses Gespräch. Das mache ich gar nicht so oft, aber es war sehr inspirierend und hoffentlich auch für unsere Zuschauer ganz bestimmt. Und gerade auch das mit den Kindern möchte ich einfach noch ergänzen. Die Kinder sind wundervoll und sie sind noch so formbar. Informieren bedeutet, wir geben schon etwas hinein, was dann Form annimmt, ja, was sich manifestiert. Und lasst uns einfach achtsam damit sein, womit wir uns selbst informieren, womit wir die Kinder informieren, womit wir andere Menschen informieren. Und lasst uns immer mehr auch auf unsere Sprache achten. Lasst es uns immer mehr spüren. Lasst uns immer mehr mit offenem Herzen der Welt begegnen und unsere Sprache von hier hochkommen lassen. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch beobachten, wie grandios sich das anfühlt, wie himmelerdig das wird. Und ja, Karl, vielen, vielen Dank. Möchtest du noch abschließend etwas sagen? ja, ich möchte mich bedanken bei dir und ich bin auch so berührt von der Weisheit. Weißt du, das ist so eine Herzensweisheit, die darüber kommt von dir und so eine wunderschön eingefärbte, von Liebe eingefärbte und von Güte durchdrungene Lebensweisheit. Und das ist so förderlich und so wohltuend. Und ich danke dir sehr und ich danke dir, dass ich dein Gast sein durfte. Und ich habe es überaus genossen mit dir. Und ich finde, du bist eine zauberische, magische, wunderschöne Frau. Ich danke dir sehr von Herzen, Wow. bei dem Gespräch dabei zu sein. Danke vielmals. Dankeschön. Von Danke. Herzen, danke. Danke. Bis dann. Bis dann.